Hallo. Herzlich willkommen zu Wissenschaft, die Wissenschaft. Heute mit dem Thema das kleine Einmaleins der Verhütung. Wie Sie sehen, haben wir hier jede Menge verschiedene Verhütungsmittel rumliegen. Doch wie funktionieren sie und was sind die Gefahren? Im folgenden Beitrag sehen Sie die Ergebnisse unserer Forschung. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Sie ist das Schönste auf der Welt und früher oder später trifft sie jeden. Die erste Liebe. Die Betroffenen schweben auf Wolke 7 und ziehen sich gegenseitig an. Die erste Liebe ist wie der erste Schritt in eine fremde neue Welt. Sie prägt uns fürs Leben und man vergisst sie niemals. Bei den meisten Paaren wächst irgendwann auch der Wunsch nach körperlicher Nähe, nach Geschlechtsverkehr. Um eine Schwangerschaft zu verhindern, gibt es verschiedene Verhütungsmittel. Aber Geschlechtsverkehr kann nicht nur zu ungewollten Schwangerschaften führen, sondern auch Geschlechtskrankheiten übertragen. Am gefährlichsten ist die Infektion mit dem HIV-Virus. Dabei handelt es sich um ein Virus, welches jahrelang im Körper eines Menschen verbleiben kann, bevor es zum Ausbruch der eigentlichen Erkrankung namens AIDS kommt. Nach wie vor gibt es kein Heilmittel gegen diese tödliche Krankheit. Verhütungsmittel schützen in der Regel nicht vor einer HIV-Infektion. Die einzige Ausnahme ist das sogenannte Kondom. Auch bekannt als Präservativ. Umgangssprachlich nennt man es auch gerne schon mal Gummi oder Pariser. Es steht an zweiter Stelle der am häufigsten verwendeten Verhütungsmittel. Das Kondom ist eine dünne Gummihülle, welche in der Regel aus Latex besteht. Kondome gibt es in verschiedenen Farben, Formen, Größen und Geschmacksrichtungen. Anwendungsfehler können schon entstehen, wenn man das Kondom auspackt. Man sollte die Verpackung auf gar keinen Fall mit einem spitzen Gegenstand öffnen, sondern mit den Fingern aufreißen. Außerdem ist zu beachten, dass der Penis des Mannes irrigiert sein sollte, bevor man das Kondom überzieht. Wird dies vernachlässigt, so kann es schnell dazu kommen, dass das Kondom abrutscht und seine Wirksamkeit verliert. Ist der Penis irrigiert, so kann das Präservativ vorsichtig über ihn gezogen werden. Erst jetzt kann das steife Glied des Mannes in die Scheide der Frau eingeführt werden. Wenn der Mann schließlich ejakuliert, verhindert das Kondom eine Befruchtung der Frau, indem es das Sperma des Mannes aufhängt. Aber Achtung! Kondome dürfen nur ein einziges Mal verwendet werden. Sie gehören in den Mülleimer und nicht in die Toilette, da diese sonst verstopfen kann. Anschließend sollte man sich gründlich den Penis und die Hände waschen, damit kein Sperma mehr an ihnen haftet. Kondome kann man fast überall kaufen, zum Beispiel in der Apotheke oder auch im Drogeriemarkt. Man braucht kein Rezept und in der Regel halten sich die Kosten eher niedrig im Vergleich zu anderen Verhütungsmitteln. Um die Sicherheit verschiedener Verhütungsmittel miteinander zu vergleichen, gibt es den sogenannten Pearl-Index als Maßstab. Er gibt an, wie viele von 100 Frauen innerhalb eines Jahres ungewollt schwanger geworden sind, obwohl sie das jeweilige Verhütungsmittel angewendet haben. Mit einem Pearl-Index von 2 bis 12 gehört das Kondom leider nicht gerade zu den zuverlässigsten Verhütungsmitteln. Weitaus sicherer ist hingegen die Antibabypille mit einem Pearl-Index von 0,1 bis 0,9. Die Pille, wie man sie auch nennt, ist das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel. Sie ist eine hormonelle Verhütungsmethode in Tablettenform und existiert in verschiedenen Varianten. Die meisten Pillensorten enthalten die weiblichen Hormone Östrogen und Gestagen und täuschen dem Körper quasi eine Schwangerschaft vor, wodurch eine echte Schwangerschaft verhindert wird. Die Pille muss vom Frauenarzt verschrieben werden. In der Regel nimmt man die Pille 21 Tage lang und macht dann eine Pause von 7 Tagen. Besonders bei der sogenannten Mini-Pille ist es wichtig, dass sie auch möglichst immer zur gleichen Uhrzeit eingenommen wird. Für den Notfall gibt es auch die Pille danach. Diese muss allerdings so früh wie möglich eingenommen werden. Schon 72 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr ist es schon zu spät. Es gibt noch sehr viele andere Verhütungsmittel, wie zum Beispiel das Diaphragma, die Hormonspirale, den Vaginalring und im Extremfall sogar die Sterilisation des Mannes oder der Frau. Aber das ist eine andere Geschichte. So, bis hierhin erstmal. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ja, dann schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, Wissenschaft, die Wissenschaft. Von meiner Seite aus war's das jetzt. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.